das Thema, das ich mit Freunden in die Gesprächsrunde einbringen wollte, war eben Bad Segeberg, seine zerstörte Jugendkultur und die Ausgrenzung von jungen Menschen sowie der totgeschwiegene Neonazi-Untergrund in dieser Stadt. Daher die Bitte an Thorsten Albig und die Landesregierung, schaut auf diese Stadt. Mehr dazu nach der Musik. Da folgt der offene Brief im Original. Radio Bad Segeberg hat mal wieder das Exklusivrecht. Auf den Wellen vom offenen Kanal Lübeck. Unser Bürgerfunk, das Beste am Norden. Sehr geehrter Herr Albig, beim traditionellen Eisbeinessen der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Segeberg haben Sie den Appell von Wehrführer Mark Zielinski unterstützt. Es lohnt sich, für diese Stadt zu kämpfen. Wir kämpfen seit Jahren für diese Stadt, für den Erhalt von Jugendkultur in Bad Segeberg. Bislang vergeblich. Nun wenden wir uns in großer Sorge an Sie und die Landesregierung mit der Bitte, schaut auf diese Stadt. Wir sind eine bunte Initiative von Müttern und Vätern, jungen Volljährigen und Jugendlichen, die sich deshalb aktiv in die Lokalpolitik eingemischt haben. Den Anfang machte 2010 die Empörung über den Abriss der Skateanlage, ohne Notwendigkeit, für einen Parkplatz. Ab 2011 ging es dann um den Erhalt des selbstverwalteten Jugendkulturzentrums HAK, Hotel am Kalkberg. Dazu haben wir sogar ein Bürgerbegehren initiiert. Trotz mehr als 1800 Unterschriften vergeblich. Denn das Jugendkulturzentrum HAK ist im November letzten Jahres abgerissen worden. Mit einem Bagger. Ohne Notwendigkeit. Für einen Kauf hatte sich sogar noch ein Privatinvestor sowie die Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. gemeldet. Nun soll aus dem Grundstück ein Parkplatz gemacht werden. Ohne Notwendigkeit. Aktueller Anlass für diesen offenen Brief sind Meldungen aus der Presse, wonach der Jugendtreff Alte Feuerwache in die Mühle umziehen soll. Ohne Notwendigkeit. Denn dieser Jugendtreff wird mit seinem Konzept für unter 18-Jährige ohnehin schlecht angenommen, trotz seiner günstigen Lage zwischen zwei großen Schulen. Das Gebäude soll danach abgerissen werden, ohne Notwendigkeit, für einen Parkplatz. Die Stadt will dennoch für eine sogenannte große Problemlösung in der Mühle mindestens 129.000 Euro jährlich ausgeben. Allerdings zugunsten einer Jugendgruppe, die durch offene Ganztagsschulen in Bad Segeberg bereits gut versorgt ist. Für junge Menschen über 18 Jahre bzw. die unter 25-Jährigen U25 SGB 8 junge Volljährige gibt es dagegen in Bad Segeberg nichts mehr. Diese Jugendgruppe bleibt nach der Zerstörung ihres selbstverwalteten Jugendkulturzentrums HAK nur noch die Straße und die Kneipe. Das macht anfällig für alle möglichen Rattenfänger. So mussten wir feststellen, dass schon im Dezember letzten Jahres sich die NPD-SE wieder öffentlich auf dem Bad Segeberger Marktplatz mit einem Infostand breitmachte. Anfang des Jahres wurde eine Brunnenfigur von dem jüdischen Künstler Bossani und das Hinweisschild auf den jüdischen Friedhof zerstört. Dort wurden auch wieder Grabsteine umgeworfen. Doch diese möglichen Zusammenhänge werden nirgends öffentlich diskutiert. Denn offenbar versucht nicht nur die Ortspresse mit Totschweigen diesen Neonazi-Untergrund in Bad Segeberg mundtot zu machen. Auch in der Stadtvertretung Bad Segebergs sind Neonazi-Aktivitäten in und um Bad Segeberg kein öffentliches Thema. Aber das HAK muss weg war eine NPD-SE-Forderung und stand als deren politisches Programm vor Ort seit 2011 auf der öffentlichen NPD-Homepage. Im Gegensatz zu Mölln und Ratzeburg sind die unübersehbaren Schmierereien am Bad Segeberger Rathaus in einer beispiellosen Hetzkampagne den jungen Menschen aus dem linken Jugendkulturzentrum HAK angelastet und zugeschrieben worden. Die Täter wurden nie gefasst, nur mit teurem Sicherheitsdienst und Videokameras verscheucht. Da erinnert einiges an die öffentliche Wahrnehmung und die Strategie der NSU-Terrorzelle aus Zwickau. In der NDR-Sendereihe »Der Norden schaut hin, wie rechts ist der Norden«, sagte der Vorsitzende vom NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, Sebastian Edaty, »Wer ein Jugendzentrum schließt, schadet der Demokratie. Daher bitten wir Sie und die Landesregierung herzlich, schaut auf diese Stadt.«
In großer Sorge für ein buntes Bad Segeberg, in der auch junge Volljährige willkommen sind. Mit freundlichen Grüßen. Den offenen Brief unterzeichnet haben neben Margret Bonin aus dem Segeberger Bündnis Angela Marxen, Helga Lenze, Joachim Gebhardt, Renate Hoffmann und nachträglich Anke Völk. Zum offenen Brief gab es nach dem Gespräch mit Ministerpräsident Albig noch einen kurzen Nachtrag. Es geht den genannten Mitgliedern im Segeberger Bündnis nicht um die Einmischung des Ministerpräsidenten in die inneren Angelegenheiten der Stadt Bad Segeberg. Es geht nur um die dringende Bitte, genauer hinzuschauen auf die Stadt Bad Segeberg. Unter Berücksichtigung folgender grundsätzlicher Fragen. Gibt es in und um Bad Segeberg keinen Neonazi-Untergrund wie in anderen vergleichbaren Städten? Mölln, Neumünster, Ratzeburg, Hamburg, Kiel oder Lübeck? Was tut die Stadt Bad Segeberg für die jungen Volljährigen, die unter 25-Jährigen? Warum war die Zerstörung des selbstverwalteten Jugendkulturzentrums Hackhotel am Kalkberg notwendig? Für den Abrissbeschluss vom 19. Juni 2012 gibt es keinen öffentlichen Antrag mit Begründung. Als bettelarme Kommune ist die Stadt Bad Segeberg auf Fehlbedarfszuweisung und Konsolidierungshilfe der Landesregierung angewiesen. Daher ist die Stadt in der Pflicht, alle zumutbaren Einnahmequellen zu nutzen. Ist sie da nicht gleichzeitig auch in der Pflicht, nicht notwendige Ausgaben zu vermeiden? Beides hat sie bei der Zerstörung des Jugendkulturzentrums Hack Hotel am Kalkberg missachtet. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Hey, hey, hey. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus.